Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur Klavierstunde mit Esther Hochedlinger. Heute zeige ich euch meine Klavierversion von Walk On By. Viel Spaß! Walk On By erarbeiten wir heute. Ist ein Song von Hal David und Burt Bacharach, die sehr viele Evergreens in der Art Pop-Songs geschrieben haben. Es gibt die Version von der Dionne Warwick, das ist glaube ich die bekannteste Version. Ich habe mir da eine Version für Klavier ausgecheckt, die ist einen ganzen Ton tiefer als im Original. Wir haben zunächst wieder mal die Akkorde. Sehen wir uns zuerst an. Manchmal ist ein 7er dabei, manchmal nicht. Darauf werde ich gleich eingehen. Also grundsätzlich haben wir wieder Moll- und Dur-Akkorde. G-Moll besteht aus G, B und D. C7, nehmen wir mal C-Dur. In der Umkehrung können wir hier gleich bleiben bei G. So auf C übergehen. Das wäre eigentlich die einfachste Variante, wie man diese Akkorde spielen könnte. Dann kommt in der dritten Zeile ein F-Moll. Das F, Ass und C. Dann wieder G-Moll. Dann kommt hier einmal ein C-Moll. Könnte man dann auch hier bleiben mit dem G unten, unser C den Grundton hier nehmen, S die Terz hier nehmen. Dann kommt Ass, liegt hier super für Ass, kann man direkt mit dem Daumen am Grundton gehen. Dann haben wir Grundton, Terz, Quinte von Ass. Ass über B, auf das gehe ich noch ein, oder ich kann es auch gleich sagen, die Slash Chords, die haben wir bei Natural Woman auch schon gehabt, heißt einfach, das Slash ist dieser Querstrich, den nennt man so, dass ein anderer Basston gespielt wird als der Grundton des Akkords. Hier wird nicht der Grundton des Akkords in der linken Hand im Bass gespielt, das wäre das Ass, das wird hier gespielt und hier wird dann in dem Fall die Sekund gespielt. Warum wird das gemacht? Es baut Spannung auf. Es klingt super und es klingt wirklich super bei Übergängen. Wenn ein Teil eines Liedes endet, ein neuer beginnt, ein nächster beginnt, dann baut das am Ende eines Teils Spannung auf und man will vom Hören her, will man aber immer wissen, wie es weitergeht. Es macht das Ganze interessant. Es ist eine gute Überleitung, weil man neugierig ist, was kommen wird. Also Ass. Genau. Das ist mal die einfachste Variante der ersten Seite von Walk On By. So, für Walk On By, die erste Seite von unserem Leadsheet. Jetzt habe ich hier im Leadsheet manches Mal 7 dort stehen, manchmal nicht. Wir können jetzt mal in der 1, 2, 3, 4, 5, die ersten 5 Zeilen überall eine Septime dazu nehmen. Wenn es nicht extra gekennzeichnet ist, meint man mit diesem 7 immer die kleine Septime jeden Akkordes, des jeweiligen Akkordes. Bei G-Moll wäre die kleine Sept das F. Wir greifen das in Grundstellung, klingt super. Und dann können wir auf C7 gehen, weil man feststellt, dass die Terz von G-Moll gleichzeitig dann die kleine Septime in C ist, was genial ist. Geht nämlich total leicht greifen, geht wirklich schwer. Also G-Moll 7, C7 kennen wir jetzt, F-Moll 7 ist einfach G-Moll 7 einen Ganzton tiefer, F-Moll kennen wir. Und die kleine Septime ist das S in dem Fall.
dann wieder auf G mal 7 und hier kommt C mol 7, machen wir wieder in der Umkehrung und da kommt das gleiche zum Tragen. Ob Dur oder Moll, die Septime zu einem, in Bezug auf einen Grundton ändert sich ja nicht. Dur und Moll wissen wir ja, der Unterschied zwischen Dur und Moll liegt in der Terz, dass wir bei Moll eine kleine Terz haben, bei Dur eine große Terz. Septim ist immer Septim, das hat mit der Terz bitte nichts zu tun. Also genau wie es in C7 das B, B-Flat, unsere kleine Septim ist, ist bei C-Moll 7 selbiger Ton, die Sept, das ändert sich nicht. Was wieder heißt, dass es wieder sehr ähnlich ist, von den Greifweisen her, wirklich alles liegt so nahe beieinander, klingt gut, ist wirklich für euch alle, ihr musikalisch seid, ihr seid alle talentiert, es ist gar nicht schwierig, bringt aber viel, es macht so einen Spaß, der Song. Genau, dann haben wir Ass, den lasse ich hier als Dreiklang. An dieser Stelle bei In Private, 'cause each time I see you, lasse ich als Dreiklang, weil es spektakulär oder interessant genug ist, hier dann im Bass auf. In private, 'cause each time I see you, I break down and cry, ist speziell genug, ist spannend genug. Soweit zu den Akkorden von der ersten Seite, Walk on By. In der ein bisschen fortgeschrittenen Variante mit den vier Klängen. So, nun geht's Walk On By an die zweite Seite. Das ist der Chorus, der Refrain von Walk On By. Da haben wir zwei interessante Akkorde, die zunächst etwas komplizierter aussehen von der Schreibweise, wenn man es noch nicht kennt. S M-A-J-7. Was heißt das jetzt? Major 7, nennt man das, ist einfach nichts anderes wie eine große Septime. Wir haben gelernt, auf der, zum Beispiel auf der ersten Seite des Liedes Walk On By in meinem Arrangement gibt es vier Klänge, die mit der kleinen Septime gespielt werden. Hier sind lauter kleine Septimen, nichts anderes. Weil ich ja gesagt habe, wenn nichts gekennzeichnet ist, nur ein 7er bei einem Akkord dabei steht, ist immer die kleine Sept gemeint. Das zieht sich durch, das ist auch, je jazziger es wird, je bluesiger wird, das könnt ihr euch merken, es ist immer gleich. Das ist in allen Stilen gleich. 7 ohne irgendwas heißt kleine Septime. Wenn es große Septime ist, ist es M-A-J-7. In manchen Schreibweisen ist es auch ein Dreieck, wird es durch ein Dreieck gekennzeichnet, das ist auch Major 7. Die große Septime, dieser Ton ist ein Halbton unter der Oktave in G, in S, Entschuldigung, S, S-Dur haben wir da. Die Töne von S-Dur kennt ihr, S, G und B, B-Flat. Die Oktave wäre hier das S, und von der Oktave ein halber Ton runter ist die Major 7, große Septime. Bei Us Major 7, wenn man sehr motiviert ist, versucht euch mal Us Major 7 selbst zusammenzusuchen. Drückt hier auf Pause, Grundton Us. Es ist ein Dur-Akkord mit großer Septime. Viel Spaß, selbst zusammensuchen. Auf Pause drücken. So, Auflösung, stimmt das, was ihr gemacht habt? Natürlich stimmt das, was ihr gemacht habt. Natürlich brauchen wir für Us Major 7 Us, C und S für unseren Dur-Dreiklang. Was sonst? Logisch. Oktave wäre. Das kennen wir von den Gesangsübungen. Das ist eine Oktave. Und wir brauchen eben die große Septim, ist ein Halbton unter der Oktave. Hat, finde ich, ein sehr charakteristisches Klangbild. Ich habe es mir von Kind auf immer über den Klang gemerkt. Diese Akkorde hatten für mich immer schon eine große Anziehungskraft. Und
einen sehr eigenen Klang. Ich würde für den Chorus von Walk On By einfach mal diese beiden Akkorde, kommen hier taktweise, abwechselnd, die würde ich mal in Grundstellung greifen für diesen Song. Da braucht man gar nicht viel dazu. Und hier würde ich ausnahmsweise mal nicht mit Umkehrungen arbeiten, sondern beide Akkorde in der Grundstellung lassen. Was machen wir hier für einen Rhythmus? Gibt es viele Möglichkeiten. Mir taugt es so, ich spüre es jetzt einfach mal und sing dazu. If you see me walking down the street and I start to cry, each time you leave, walk on by, walk on by, make me believe you don't see the tears and let me breathe. Das war ein recht beschwingter Rhythmus. Ist das Gegenteil von Swing, wenn man so will, ein gerader Rhythmus. Straight. Straight. Und ich habe sie so gestaltet, dass man sich an den Basstönen orientiert. Bis auf A, C, U, A, über B sind hier die Basstöne immer die Grundtöne. Und wir werden gar nicht sehr viele Ausflüge hier machen. Weniger ist da mehr. Da geht es total um diesen Bouncy, um diesen federnden Rhythmus, der die Leichtigkeit einerseits hat, aber auch, man nennt es tight. Tight ist, dass es wirklich gleichmäßig im Rhythmus ist und wirklich grooved. Macht man dann über die Anschlagsdynamik und über das Zusammenspiel linke und rechte Hand entstehen sogenannte Rhythmus-Patterns, nennt man es. Genau, wie mache ich das? Ich orientiere mich also, wie ich gesagt habe, an den Bassnoten, an den Grundtönen und nehme oben, ich mache es jetzt gleich mit vier Klängen, alle von euch, die sich Tutorial 1 mal als Ziel gesetzt haben, erkläre ich dann die Unterschiede. Also das Rhythmus-Pattern ändern wir nicht, ist für das Beginners und Advanced wird das gleich bleiben. Ich erkläre es dann nochmal. Ich spiele es mal mit den vier Klängen. Ich habe in der rechten Hand beziehungsweise mit nur drei Klängen das gleiche. Es fängt der Daumen immer an am ersten Grundton. So kommt das, wenn ich mit den drei Klängen nur arbeite, kommt genauso schön. Total Spaß. Vier Klänge. Genau. Das ist mein Grundpattern. Ist sehr klar, eigentlich sehr einfach. Und auch wieder, wie ich es oft sage, wenn es sich auf Anhieb singen lässt und man sich's vom Ohr gut merkt, ist man meistens für Popsongs, sogenannte Patterns, auf einem super Weg. Je komplizierter es wird, wenn es sich nicht singen lässt und auch nach 2 Wochen Üben für einen talentierten Menschen nicht ordentlich spielbar ist, bitte, dann haut es weg, macht es einfacher. Keep it simple, aber tight. Tight ist, wenn es wirklich gleichmäßig ist und hier so, es taugt mir, dass der Song Walk On By heißt, ich möchte es wirklich so dahin spazieren, so dum, cha, 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 dum. Könnt ihr auch die Achtelnoten, sieht man mein Bein, da, da, ba, 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 na, Viertelschläge sind es sogar. Dass man die zum Beispiel im linken Bein spürt, in den Körper spürt.
Hände zuerst separat voneinander üben, bewährt sich, dass jede Hand schon mal wirklich gefestigt ist, weiß, was sie macht. Sonst wird man das mit der Gleichmäßigkeit nicht zusammenbringen. Vor allem das Vereinen links und rechts wird nicht klappen, solange man nicht in jeder Hand geübt hat und schon wirklich kann, was zu tun ist. Rechte Hand. Linke Hand. Gemeinsam. Stelle von mir so cool. Wie komme ich darauf? Warum? Was mache ich und warum mache ich es? Weil es mir taugt, ist die Antwort, weil es mir gefällt. Von einer Note zur nächsten, wenn man einen Ganzton hinunter in dem Fall oder hinauf wechselt, kann man unter gewissen Umständen einfach die halbe Note dazwischen nehmen, den Halbton, kann man, das nennt man Chromatik, chromatisch wandern. Chromatisch rücken oder chromatisch wandern von G. Ich könnte natürlich auch spielen. Waka, waka, ba. Make believe. Ich könnte es auch so spielen. Aber lustiger finde ich. Each time we meet. Walk on by, walk on by. Ich finde, das peppt mehr, aber man kann beides machen. Make believe. Dann kommt wieder ein Special, where you don't see the tears. Ein neues Element. Ich schleppe so vorher ein. Walk on by. Make believe. You say the tears. Oktave kommt gut mit dem kleinen Finger. But you don't see the tears. Weil es erdig ist. Oder? Und vor allem ist es hier wirklich leicht dramatisch. Tränen, weinen, Dramatik. C-Moll mit Dramatik können wir ein bisschen Tiefe vertragen. I believe, but you don't see the tears to let me breathe. Dun, 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 dun. I break down and cry. Ich würde jetzt das Schema wirklich mit dun, 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 immer durchziehen, rhythmisch. Das Pattern wird mal stur. Von oben bis unten, von vorne bis hinten geübt. Für die Endversion kann man vielleicht dann mehr Variation vertragen. Aber das ist mal Pattern Nummer 1, rhythmisches Muster Nummer 1. Also die linke Hand hat so Tonwiederholungen. Nochmal alles mit Kombination rechter Hand, linker Hand. If you see me walking down the street and that's not to pray, each time we meet, walk on by. Walk on by. Make believe you don't see the tears. Let me breathe. Just each time we see.
bring down a chorus. Das ist wirklich cool, wenn man einen Chorus hier das S in den kleinen, mit dem kleinen Finger spielt. Oktaven sind immer super für einen groovigen Bass, wenn es sehr für Stellen, Songstellen, die sehr voll klingen sollen. Der erste Akkord, der Beginn eines Chorus in einem Popsong soll immer herausknallen. Da gibt es fast keine Ausnahmen, das wird immer recht viel Schubkraft haben. Die Schubkraft kriegen wir über mit der Oktave zum Beispiel. Das ist wichtig beim Spreizen, dass man nicht überdehnt, sich nicht zu viel anstrengt. Ich sage mal, nehmt es locker, wandern. Ne? Man hat genug Zeit. Das kann man mal relaxed üben. Kann man einen halben Nachmittag damit Spaß haben. Einfach nur mal diesen federnden Rhythmus von der linken Hand zu üben. Dann mit der rechten kombiniert. Eine Spezialität ist, wenn ich mit dem Daumen ja hier den Grundton S spiele. Brauche bei S Major natürlich werde ich das nicht so machen. Fange ich einfach in der rechten Hand mit der Terz an. Dann habe ich nichts anderes wie ganz Anfang bei G-Moll. Das ist wieder dasselbe. Also ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Ich kann hier das F noch dazu nehmen, dann ist es ein ganz toller Akkord. In Summe S Major 7, 9. Dann wird das zur Non. Intervall der Non. S zu S wäre es eine Oktave. Es ist eine große Non. S Major 7, 9. Sehr voll der Akkord, ja? Das ist für so einen Popsong ganz toll für den Chorus. Warum hier? Was mache ich hier? Die Quinte. Für Basslinien ist immer entweder Tonwiederholung oder Oktave oder Quinte bietet sich an. Das sind für Basstöne, Grundtöne in der linken Hand am Klavier die häufigst verwendeten Tonkombinationen. Das ist was, das funktioniert eigentlich immer. Also egal welcher Song, Grundtöne natürlich, Oktaven funktionieren meistens, Quinten auch meistens. Es kommt dann natürlich immer darauf an, auf die Akkorde, also das Ohr ist immer die Referenz und der persönliche Geschmack natürlich. Aber hier löse ich das so beim Chorus eben. Kann man auch gut mit Gesangsübungen verbinden. Du kannst einmal einen halben Nachmittag damit verbringen, spaßhalber, wenn es dir Freude macht. Dieses Pattern, das rhythmische Muster auf und ab zu spielen, nur von der zweiten Seite Walk on By vom Chorus und gesanglich darüber zu variieren nach Belieben. Walk on By!